hey, Johannes hier für den 1&1 YouTube-Kanal und ich bin nicht mehr in der WG, sondern hier auf dem Messegelände des Mobile World Congress. Denn heute hat Sony hier sein neues Spitzenmodell vorgestellt und das schauen wir uns hier mal an. Aber wie ihr sehen könnt, ist schon einiges los und ich muss da nämlich erstmal hinkämpfen. Also, folgt mir! So, ich habe mich durch die Menschenmassen gekämpft und bin jetzt am Sony-Stand angekommen. Und die zeigen hier das Sony Xperia XZ2 und seinen kleineren Bruder, das XZ2 Kompakt. Und ja, nehmen wir es auch gleich mal in die Hand. Ich kann euch ein bisschen was dazu erzählen, wie so meine ersten Eindrücke von dem Smartphone sind. Wir haben hier einen Aluminiumrahmen und die Rückseite ist ein bisschen gebogen, ist Kunststoff. Ich muss sagen, durch das Gebogene fühlt es sich wirklich schön in die Hand ein und fühlt sich sehr gut an. Und es erinnert mich ein bisschen an HTC, muss ich sagen. Neu ist hier, was man hier auf der Rückseite sieht, der Fingerabdrucksensor. Ich finde auch schön, dass er nicht so nah an der Kamera ist, sondern da ein bisschen Abstand ist. Also wenn ihr mit eurem Finger drauf kommt, nicht irgendwie aus Versehen die Kamera antatschen und da irgendwie Fingerabdrücke hinterlasst. NFC ist hier mit an Bord, wie ihr seht. Und gehen wir mal ein bisschen auf die technischen Daten ein. Als Display haben wir hier einen 5,7 Zoll Diagonale mit einer Full HD Plus Auflösung. Das sind also 2160 x 1080 Pixel. Und als Prozessor kommt hier der neue Qualcomm Snapdragon 845 Octa-Core zum Einsatz mit 64 Bit. Dazu gibt es 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB UFS internen Speicher, der aber natürlich nochmal mittels einer MicroSD-Karte bis 400 GB erweitert werden kann. Der interne Akku hat 3180 mAh als Kapazität und kann mittels QuickTouch 3.0 aufgeladen werden. Was natürlich auch neu ist, ist, dass wir das Ganze hier über Qi Wireless aufladen können. Was ich persönlich auch sehr gerne nutze, wenn ich zum Beispiel im Auto unterwegs bin, das Smartphone sowieso nicht nutzen sollte, da kommt es einfach in das Fach, wo aufgeladen wird und wird über die ganze Fahrt hin kabellos aufgeladen. Also das ist wirklich sehr praktisch. Das Smartphone wiegt 198 Gramm und ist an der dicksten Stelle 11,1 mm dick. Also es ist wirklich nicht dick und fühlt sich sehr schön und kompakt an immer noch, dafür, dass es ein 5,7 Zoll Display hat. Es gibt aber noch ein kleineres Gerät, wie ich erwähnt hatte, XZ2 Kompakt mit einem eben etwas kleineren Display. Das hat 5 Zoll, das sind dann 12,7 cm, aber ebenfalls mit der Full HD Plus Auflösung von 2160 x 1080 Pixel. Und das Schöne ist, dass das Kompakt eigentlich ziemlich genau die gleichen Specs hat, also auch den Snapdragon 845. Das Einzige, was das Kompakt nicht hat, ist, es kann nicht kabellos aufgeladen werden, hat natürlich einen etwas kleineren Akku, der beträgt nämlich, da beträgt nämlich die Kapazität 2870 mAh, dafür ist es natürlich auch ein bisschen kleiner. Und ja, die Kamera ist ebenfalls die gleiche und wenn wir schon mal über die Kamera reden, hier ist eine 19-Megapixel-Kamera verbaut. Oh, das ist schon mal eine Ansage. Sie hat den Sony Exmor RS-Sensor mit hybridem Autofokus. Ihr seht die ganzen Sensoren. Videos können in 4K HDR aufgenommen werden, was natürlich auch sehr schön ist. Und Slow-Mo-Videos mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde. Und das gibt natürlich super Effekte, das kann ich euch sagen. Gehen wir auch mal um das Gerät herum. Da sehen wir hier unten den USB-C-Port, das ist USB 3.1. Hier an der Seite seht ihr einen dedizierten Kamera-Button. Also wenn ihr im Menü seid oder so, einfach gedrückt halten und ihr kommt direkt in die Kamera rein. Ja? Das finde ich bei Sony wirklich sehr cool. Und den könnt ihr dann natürlich auch nutzen, um die Bilder zu machen. Der hat dann wie bei der normalen Kamera auch so einen ersten Druckpunkt, wo fokussiert wird. Und dann zieht ihr einfach nochmal durch mit dem Drücken und macht dann ein Bild oder ein Video. Ansonsten hier an der Seite in der Mitte den einen Ausknopf. Dann haben wir hier noch die Lautstärketasten. An der linken Seite haben wir nichts. Und hier oben dann den SIM-Karten- und SD-Karten-Tray. Und ich finde sehr schön, dass diese nicht mit einem Tool aufgemacht werden muss. Ihr könnt da einfach hier mit dem Fingernagel rein und die SIM-Karte oder den SD-Karte rausziehen. Und es werden Nano-SIM-Karten eingelegt. Ansonsten fällt natürlich auf, dass wir hier keinen Kopfhöreranschluss haben. Also wenn ihr Kopfhörer benutzen wollt, Bluetooth-Kopfhörer oder einfach USB-C-Kopfhörer. Die Frontkamera bietet 5 Megapixel, ebenfalls mit einem Sony Exmor RS-Sensor. Hat auch den Displayblitz für schöne Selfies. Und von der Konnektivität her bietet das Smartphone WLAN 802.11abgnac, MIMO mit 2,4 und 5 GHz, außerdem Bluetooth 5.0 und wie vorhin auch erwähnt NFC. Also das Sony Xperia XZ2 macht einen sehr guten ersten Eindruck, muss ich sagen.
was natürlich auffällt, ist, dass Sony hier wieder einen sehr dicken Rahmen oben und unten verwendet. Die Rahmen an der Seite sind auf jeden Fall akzeptabel, aber ich muss sagen, oben und unten ist das natürlich schon sehr dick, wenn man vergleicht, was die Konkurrenz derzeit vorstellt mit fast rahmenlosen Displays. Es ist noch akzeptabel, muss ich sagen, aber ich wünschte mir natürlich von Sony also ein klein bisschen mehr, ja, mehr Display, weniger Rahmen. Aber ja, das war das Sony Xperia XZ2 und das XZ2 Kompakt. Mein persönlicher Favorit ist das XZ2 Kompakt, da wir ja da fast die gleiche Technologie haben wie in dem großen Smartphone, aber eben mit kleinem 5 Zoll Display, was in meinen Augen einfach ein bisschen besser in der Hand liegt, weil ich einfach vielleicht auch nicht so große Hände habe. Also, ist schön, dass Sony da zwei Größen anbietet mit fast genau der gleichen Leistung. Und falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, dann stellt sie einfach unten in die Kommentare und wir werden sie sofort beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Also, wir sehen uns im nächsten Video oder auch in der 1&1 Blogger.de. Bis dann. Ciao.